Jennifer Lopez und Ben Affleck, Ehe aus nach 2 Jahren. Die Scheidung ist offiziell eingereicht. Jennifer Lopez und Ben Affleck, Scheidung offiziell eingereicht. In den vergangenen Wochen häuften sich die Gerüchte, Jennifer Lopez, 54, und Ben Affleck, 51, hätten sich getrennt. Nun wird aus den Spekulationen Realität, denn wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten, hat J.Lo am Dienstag, 20. August, die Scheidung von Ben beim Los Angeles County Superior Court eingereicht. Laut Variety ist darin der 26. April 2024 als Trennungsdatum aufgeführt. Außerdem berichtet das US-Portal TMZ, dass die Sängerin die Scheidungsunterlagen selbst ohne Anwalt eingereicht haben soll. Zudem soll es keinen Ehevertrag geben, bedeutet, das gesamte Vermögen des Ehepaares, welches während der Ehe erwirtschaftet wurde, wird bei der Scheidung geteilt. Für beide Parteien ist dies ein lukrativer Deal, immerhin stand Affleck in der Zeit für Filme wie Er, Der große Wurf, Hypnotic und The Flash und Lopez für Filme wie Shotgun Wedding, Ein knallhartes Team, The Mother und Atlas vor der Kamera. Ebenfalls werden ihre Immobilien nach dem Liebesaus aufgeteilt. Aus der gemeinsamen Villa, die laut TMZ verkauft werden soll, ist Affleck bereits ausgezogen. Seine noch Ehefrau ist derzeit auf der Suche nach einer neuen Bleibe. Jennifer Lopez, sie wählte ein besonderes Datum für ihr Eheaus mit Ben Affleck. Sie wollten ihrer Liebe eine zweite Chance geben, doch die Ehe von Jennifer Lopez und Ben Affleck hielt im Endeffekt leider nur 2 Jahre. Am 16. Juli 2022 hatten sie sich erst das Jawort in Las Vegas gegeben. Die traditionelle und pompöse Hochzeitsfeier fand jedoch erst am 20. August desselben Jahres in Georgia statt. Dieser Tag jährte sich gestern, 20. August, nun zum 2. Mal. Durch Zufall hat Jennifer Lopez sicher nicht genau jenes Datum gewählt, um die Scheidung von Ben einzureichen. Es bleibt nur zu hoffen, dass diese Trennung nicht in einer Schlammschlacht endet. Verwendete Quellen: Variety, TMZ.